Wichtig. Typ stand irgendwo da hinten. Genau. So. Cool, dass der so locker stehen kann. Ich habe lange keine Explosion mehr gehört. Das heißt wohl, ihr konntet die Kisten entschärfen. Ich glaube, ich habe sie alle gefunden. Hoffen wir, dass die schwarze Sonne nicht noch mehr in die Finger kriegt. Dafür sorgen wir schon. Niemand wird mehr sterben, nur weil er etwas zu essen sucht. Also, ich bin kein reicher Senator. Aber ich will euch etwas dafür geben, was ihr getan habt. Als Anerkennung. Vielen Dank. Den Preis ist mir mein Seelenfrieden wert. Wir müssen alle tun, was wir können. Ihr habt sicher noch zu tun. Ich will euch nicht aufhalten. Passt gut auf euch auf. Gib mir EP. Sehr gut. Level up. Könnte ich jetzt wieder was Neues lernen. Alles klar. Geil. Erstmal eine Questreihe weiter. Wie gesagt, ich will Coruscant so gut es geht schnellstmöglich hinter mich lassen. Mir dann mein wohlverdientes Schiff abholen. Mit den Schatteneinläufen haben sie immer noch nicht so hundertprozentig hinbekommen, sehe ich gerade. Ja, teilweise sieht man den Fuß nicht akkurat aufstampfen. Ja, ich weiß, ich bin wieder pingelig. Aber das bringt das nun mal so mit sich, wenn man lange Zeit zockt. Achtet dann halt Produktvorschläge ab. Auf so kleine... Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Specials. Zack, so ist das. Zack. Melden Sie Ihre Beschwerden. Zack, zack. Aha, okay. Die sind natürlich am besten. Würde ich sagen, pass auf. Wo ich 13 von habe, das sind eh nur die 250er. Die verkaufen wir alle. Kaufen dafür die Dinger hier Omas. Scheiße, kann ich nur 4 Stück kaufen? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Wie viel Kohle habe ich jetzt noch? 140. So, und jetzt muss ich einmal nach rechts und dann da hinten rüber. Alles klar. Geht er sonst sich anscheinend nur. Ich habe schon gedacht, der wäre da unten eingeklemmt. Aber naja. Helfende Ader halt. So ungefähr. Gleich ist vorbei. So schnell kann man die Typen erledigen. Sehr geil. Müssen wir eigentlich immer warten, bis das skillvoll ist? Um dann die Action zu betreiben, so ungefähr. Schon sehr nice. Bin ich jetzt hier runter oder was? Nö. Ja, Coruscant war der Planet irgendwie, den ich noch nie mochte, hier von der Storyline her. Weil der so... uneinsichtlich ist, sage ich da einfach zu mal. Das ist... nicht richtig strukturiert, du kannst da lang, dieses Auf und Ab und all so ein Pröll halt. Nicht wirklich meins. Da war ich eben drin, jetzt muss ich hier lang, okay. Dann müssen wir halt fighten. So,
stirb, du kleiner Drecksack. Ewige Laufen, das hält schon ein wenig auf, wenn man es bedenkt. Man hätte eigentlich viel mehr machen können. Aber ist hier praktisch aufgehalten wegen den ganzen Fights und was weiß ich nicht was. Gut, damit zwei Level geschafft, aber das war's auch. Wo muss ich denn lang? Da muss ich rein. Weil, okay, ich verstehe. So, also ihr seht, jetzt habe ich auch Level 12, jetzt geht das einigermaßen. Auf jeden Fall besser und fixer voran als wie eben mit Level 11. Das ist immer das, was ich auch damals schon sagte. Wenn man das angepasste Level zu den Figuren hat, dann kommt man da auch besser voran und fixer und was weiß ich nicht was. So. Na, ihr seht selbst, ne? Wie schnell das geht. Der Loot, den nehme ich mit. Dann muss ich hier in der Ecke den Kasten holen. Neutralisiert, lassen wir stehen. Das muss ich jetzt praktisch Raum für Raum hier machen, überall wo die Wegpunkte sind. Wobei, warum wird er mir noch angezeigt? Achso, muss ich rausholen, alles klar. Da ich nochmal geguckt habe, sonst hätte ich mich tierisch darüber abgefuckt gerade eben. Oder später halt, je nachdem. Halt, dass ich den Weg nochmal gehen muss. So, dann einmal hier lang. Level 13 hält schon wieder mehr aus. Oh Mann. Also ein bisschen habe ich noch Karenz, sehe ich gerade, weil hier gibt es erhöhte EP, sage ich da einfach mal zu. Das ist halt der Bonus, um längere Zeit mal nicht mehr gezockt hat. Auch down. Loot holen. Wo ist der Kanister? Ach, das ist das hier. Ach du Feier. Einmal ein Kanister, einmal dies, einmal das. Okay. Scheint erledigt zu sein. Oder kann ich hier noch weiter? Da oben ist nichts, habe ich nur noch den da und den da, alles klar. Und für diese paar Quests sind wir jetzt praktisch fast 2 Stunden unterwegs, ist echt der Wahnsinn. Ziel neutralisiert. Yeah, Ziel neutralisiert, Mr. Anderson. Schön die Granate ran. So. Ja, da sieht man, wie weitläufig auch hier
so ein MMO sein kann, wenn man überlegt. Wie ich ja sagte, also wir sind jetzt gut 1,5 Stunden unterwegs. Ich denke mal, wenn wir die Quest hier fertig haben, sind wir bei fast 2 Stunden und wirklich gemacht haben wir da noch nicht etwas. Ah, da ist er. Ich wollte schon sagen. Auffüllen. Und da unten ist er. Nehmen wir uns den Kanister damit direkt. Da kann man danach noch mal kurz reloaden. Komme ich jetzt direkt rein? Nein, natürlich nicht. Muss ich halt von den Umweg wieder machen, um da hinten hinzukommen. Wie soll es auch anders sein? Aber so kann man auch vieles umgehen, wenn man die Wege halt ein bisschen länger macht. Scheiße, krieg ich nicht. Komm, so. Feuer frei! Der liegt und jetzt ist der dann noch dran. Der Skill gefällt mir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, so kann man auch Story umgehen, indem man einfach die Wege weitläufig macht, weiter auseinanderlegt, damit man... Ach du Scheiße. Da dann einiges zu tun hat. Das will ich gleich mal gucken. Ich werde erstmal auf den Skill warten. Ach du Weihe. Vollautomatik, Plasmazelle. Habe ich irgendwo einen Skill? Okay. Keine Ahnung, was es ist. Aber es sah lustig aus. So, der Typ kommt hier nicht hin. Komm, einmal noch. Okay. Der ist auch down? Ja, cool. Ist hier irgendwo schon der Kanister oder müssen wir noch weiter? Nö, da hinten ist er doch. Ja, der Computer würde ich sagen, wa? Ne, da hinten ist der Kanister, ist hier schon. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Das war der dritte. Kehre zu Sergeant Jaxo zurück. So, und allein jetzt der Rückmarsch. Wenn man bedenkt, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um hier erstmal durchzukommen. Ja. Auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Schupp. Jetzt mussten wir da hoch irgendwo. Nee. Einmal rum und dann hoch. Meine Fresse. Ah, es gibt hier auch einen Outrun. Ich auch wieder vergessen. Anderthalb Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. Ich hab mir mal gedacht, komm, stoß mal die Zeit. Wie lange du allein für so einen Weg brauchst. Ach, hier ist der Weg, siehst du. Es wird bestimmt jetzt viele Leute geben, die sich sagen, bist du blöd und keine Ahnung was. Ja, vielleicht habt ihr den Soldaten auch schon gespielt. Für mich ist das Neuland mit der ganzen Story und keine Ahnung was. Ich
ich bin halt einer, der sich gerne ganz wild mit schwarzen Vorhang in den Augen ins Getümmel stürzt, ohne vorher Informationen eingeholt zu haben, ohne groß einen Guide oder keine Ahnung was gelesen zu haben, sondern hier haben wir unsere Ingame-Karte, womit wir durcheiern können, was wir auch tun, und das dürfte eigentlich dann auch reichen. So, da sind wir schon. Ab 2 Minuten Fußmarsch. Da seid ihr ja. Hattet ihr Erfolg? Habt ihr das Trivoris neutralisieren können? Mission ausgeführt. Ich hatte auch nichts anderes erwartet. Was ist mit der roten Kiste? Seid ihr an den Inhalt gekommen? Bitte sehr. Ein großes, gefährliches Geschenk von der schwarzen Sonne. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sieht aus wie ein neuer Blaster-Prototyp.